Gemeinderat dabei, weil ich einfach Räume zur Verfügung stellen will. Und zwar nicht Räume im Sinne von Gebäuden, sondern Räume für alle möglichen Vereinigungen, für alle möglichen Gruppierungen, die in vielfältiger Weise den Glauben innerhalb der Kirche tragen. Ich bin dabei, weil ich Kirche mitgestalten möchte, und zwar aktiv, weil ich nicht nur von außen zuschauen möchte, vielleicht auch nur Kritik üben möchte, sondern einfach die Chance wahrnehmen will, Kirche vor Ort mitzugestalten. Ich bin eher eine Frau der Tat, und ich denke, wenn man im Kirchengemeinderat ist, braucht man auch Leute, die sagen, da möchte ich wirksam werden, und deshalb bin ich dabei. Ich spüre zurzeit, dass viele Veränderungen möglich sind, und das finde ich eine große Herausforderung, an diesen Veränderungen mitzuarbeiten. Kirche empfinde ich sehr wichtig in unserer säkularen Gesellschaft, und deswegen möchte ich aktiv mitgestalten, dass die Kirche eine Rolle übernimmt in der Gesellschaft als Anwalt für Arme, Bedürftige, und das bietet der Kirchengemeinderat, indem man aktiv sehr viel Einflussnahme gestalten kann. Kirchengemeinderat ist gewissermaßen das zentrale Gestaltungsgremium in einer Gemeinde. Und da kommen so viele begabte und engagierte Menschen zusammen. Und wenn die gut miteinander zusammenarbeiten, strahlt das wunderbar aus auf die Gemeinde. Und dann wird auch die Gemeinde lebendig. Und das wünsche ich mir auch von den Kirchengemeinderäten. Ich denke, man muss offen sein, man muss auf die Menschen zugehen können und bereit sein, eben sich allen Problemen zu stellen und auch den negativen Äußerungen, die von außen kommen, die nicht persönlich zu nehmen, sondern einfach seine Aufgabe im Blick zu behalten. Also ich würde eigentlich sagen, es gibt keine nicht die wichtigste Eigenschaft, weil es wichtig ist, dass man in einem Kirchengemeinderat eine gute Durchmischung hat. Es ist wichtig, dass man im Kirchengemeinderat Mitglieder hat, die Verwaltung machen, es sind Mitglieder hat, die auch spirituell uns weiterbringen können. Und ich glaube, das Wichtigste dann ist, dass man bereit ist, seine eigenen Talente wirklich einzubringen und zu vertreten. Ich wünsche, dass der Elan, der in Ihnen lebendig ist und der Sie motiviert hat, sich zur Wahl stellen zu lassen, dass dieser Elan nicht weniger wird, sondern dass er durch die Freude an der Arbeit immer noch größer wird.